Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Wild Song. Und wer übrigens das Spiel nicht kennt, das hier ist Star Stables neuestes Handyspiel. Das gibt es jetzt schon ein bisschen. Ich spiele das jetzt schon seit einem Jahr, einem halben Jahr? Ich kann es nicht genau sagen. Und wir gucken uns mal an, was denn Neues so alles in Wild Song gekommen ist. Also erstmal gibt es jetzt diesen Premium Pass, den ihr hier sehen könnt. Der kostet 4,35 Euro. Und man kann dann hier so Sachen freischalten. Kisten und... Oh Gott, das geht ja ewig weit. Was ist denn da hinten für ein Tier, was jetzt die ganze Zeit... Alter, das ist ja unfassbar weit. Geht 60 Tage. Hier unten haben wir den Free Pass. Und hier oben haben wir dann das Bonbon-Hühnchen, das Bonbon-Chicken. Als Special. Also das ist jetzt quasi das, was neu gekommen ist. In Wild Song müsst ihr wilde Pferde fangen. So ein bisschen Pokémon-like. Und könnt dann hier eure Farm dann aufbauen. Also ihr seht es jetzt gerade hier, dass hier noch alles total wild und ja, zugemüllt ist. Dann haben wir nämlich auch hier unsere Tante. Wir müssen nämlich... Was? Hast du diese Geräusche gehört? Oh nein, ein Erdbeben! Oh, 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 oh. Wir müssen uns um die wilden Pferde kümmern. Hier sehen wir jetzt nämlich eine Quest, da bekommen wir auch dafür Währung und so weiter und so weiter. Und müssen jetzt eben zu den Rolling Hills. Da müssen wir jetzt gerade hin. Wir haben nur noch hier so eine Karte. Da sehen wir so ein bisschen, wo wir dann hin müssen, persönlich immer. Von der Weltkarte her sehen wir dann hier, was es noch so an Bereichen gibt. Wir müssen nach Rolling Hills, also dahin. Weil dort hieß es ja, sind die Wildpferde in Bedrohung? Was sagt in Bedrohung? Die müssen wir halt finden. Hier haben wir übrigens immer tägliche Aufgaben. Dafür bekommen wir dann auch noch 5 Münzen. Müssen wir dafür einen Hund finden. Also das ist immer so das Ding. Hier ist übrigens die Dame, der wir das finden, der wir das bringen müssen. In diesen Kisten, da liegen immer so gewisse Sachen. Und das hat sich also alles nicht wirklich verändert. Zusätzlich können wir jetzt halt noch hier beim Crafting mehr Sachen herstellen. Ihr seht das also, wir können Sachen herstellen, die wir dann in unser Haus platzieren können. Haben dann hier nochmal diese Wasserpumpe, können dann hier auch noch Ausrüstung craften und so weiter. So ist das also. Wir haben hier noch diesen Shop. Da seht ihr, dass wir da Pakete kaufen können, die schon nicht ganz billig sind. Also wir haben hier zum Beispiel für 33 Euro haben wir 2500 von dieser Währung. Hier können wir da ein paar Haustiere für kaufen. Die Special Haustiere, diese Shiny Varianten, die Super Rares. Kosten 750. Also ich habe jetzt 615 davon. Ich habe mir noch gar keine gekauft. Ihr könnt euch hier täglich 15 bekommt ihr täglich. Und habt halt 5 für diese Quest. Also kriegt ihr im Endeffekt, wenn ihr möchtet, bekommt ihr 20 damit am Tag. Das ist, es ist okay eigentlich. Und hier haben wir noch dieses, den Glade Dancer. Aber das würde ich euch wirklich nicht empfehlen, diese Pferde zu holen, weil die nämlich auch wirklich in der Wildnis einfach rumstehen und... Das macht ein bisschen wenig Sinn. Hier seht ihr jetzt gerade, da jeweils diese Quests nochmal. Das ist jetzt auch schon deutlich besser markiert auf der Karte, weil wir sollten ja den Hund finden. Und hier haben wir übrigens auch noch so Häschen, weil die können wir ja auch noch fangen, wenn wir das möchten. Die ganzen Tiere. Okay, die Häschen können jetzt anscheinend nicht gefangen werden. Dann haben wir hier jeweils die Pferde. Also wenn ihr wirklich ein bisschen Geld machen wollt, dann sollte man immer gucken. Hier seht ihr ja bei den Pferden immer, was wie viel bringt. Und dann immer stehen bleiben. Ist wirklich Pokémon-like, ranschleichen. Und immer wenn das Pferd was isst, können wir uns näher ranschleichen. Und wenn wir es dann haben, dann nähern wir uns eben diesem Pferd an. So. Und wenn wir das Pferd annähern, dann bekommen wir dadurch oben wieder ein Harmonie-Level. Und durch die Harmonie-Level bekommen wir dann immer noch ein paar Boni. Das seht ihr halt hier oben ist unser Harmonie-Level. Und da seht ihr, durch das Harmonie-Level können wir einmal Füchse tamen. Dann haben wir seltenere Pferde. Und da können wir dann später Eichhörnchen tamen. Und ganz am Ende haben wir dann auch Lamas. Und wir haben dann eben die Super-Rare-Stufe von den... Von den Pferden noch, die es da noch gibt. Also das ist sozusagen das. Also wenn man, im Endeffekt muss man die ganze Zeit Pferde fangen, damit man... Oh, 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 da ist der Hund. Genau, da haben wir den Hund jetzt gefunden.
Und den müssen wir jetzt zurückbringen zu Natascha. Müssen wir halt immer aufpassen, dass wir nicht zu weit vorreiten. Denn der läuft nämlich recht langsam. Und so sieht eben im Endeffekt das Spiel aus. Also ihr fangt im Endeffekt Pferde die ganze Zeit. Denn ohne dieses Pferdefangen bekommt ihr eben keine von diesen Leaf Points da oben. Das wurde jetzt auch nochmal ein bisschen geändert, dass man das jetzt optisch sehen kann. So, da sehen wir unten auch noch die Markierung. So, und jetzt ist sie nämlich hier happy, denn wir haben nämlich ihren Hund transportiert. Haben damit unsere Daily abgeschlossen. Ist übrigens derzeit noch alles auf Englisch, also wundert euch da nicht. Und wir müssen ja jetzt dann noch unsere Aufgabe machen. Hier haben wir jetzt dann nämlich unsere Belohnung und wir haben dazu auch nochmal die ersten Punkte bekommen für den Season Pass und damit eben auch unseren coolen Busch. Ihr habt es gerade gesehen, also die Quest hat jetzt schon ordentlich was gegeben, auch für den Free Pass eben. Und für die 4,35 bekommt man auch echt einiges raus. Also es lohnt sich schon, aber im Endeffekt muss man sich halt genau überlegen, ob man das auch machen will, ob sich das dann für einen selber lohnt. Wir gucken jetzt mal kurz, wo wir hin müssen. Wir haben hier unten noch eine Quest. Ah nein, das wollte ich gar nicht. Oh Gott, das geht viel zu leicht. Das ist übrigens diese Stadt, wo man einkaufen kann. Ihr seht ja die ganzen Shops und alles. Und es ist einiges auch an Quests neu dazugekommen. Also es war am Anfang bei weitem nicht so viel. Es ist da jetzt deutlich mehr dazugekommen. Hier haben wir auch nochmal eine Quest. Die Rosane waren, glaube ich, immer Daily Quests. Hier können wir, ach nee, wir können ihr jetzt Gifts geben. Foxtail Herbs hätten wir da zur Auswahl. Die bekommen wir meistens, wenn wir Füchsen folgen. Hört sich ein bisschen dumm an, aber ist so. Wir müssten quasi dann immer mal wieder Füchse finden und denen dann hinterherlaufen. Wie findet man Füchse? Die sind hier tatsächlich so gut wie unsichtbar. Da müsst ihr einfach gucken, wo ihr solche Spuren seht, die hier einfach mal so viele kleine Tapsen machen. Und denen muss man dann nämlich folgen. Ist ein bisschen schwer zu sehen manchmal. Ihr müsst einfach so ein bisschen rumlaufen. Und wenn ihr dann irgendwann mal irgendwelche kleinen Fußtapsen seht, dann müsst ihr denen hinterherlaufen. Habe ich am Anfang überhaupt nicht gesehen. Also das ist, finde ich, schon recht schwer für den Anfang. Aber es geht. Auf jeden Fall kann man hier immer schön in der Gegend rumlaufen. Und gerade die Foxherbs sind nämlich auch in der geheimen Fuchshöhle. Und die ist nämlich da oben. Da drin, rechts oben hier. Da ist nämlich die Fuchshöhle. Und dafür müssen wir aber nochmal so dreimal um die Ecke laufen. Wir müssen da einmal hier hochhüpfen. Und dann haben wir hier noch ein Pferd. Dafür können wir direkt mal absteigen. So, dann einmal sehen wir hier, was das Pferd haben möchte oder was wir ihm schon gegeben haben. Wir wissen, Ananas funktioniert. Ihr seht halt immer, das ist auch neu gemacht worden, dass wir jetzt nämlich auch noch sehen, was funktioniert. Also am Anfang war das so, dass wir nicht wussten, was funktioniert. Und dass es auch nicht erneuert wurde. Also das war am Anfang das Problem, dass du die ganze Zeit immer wieder den Leuten Sachen gegeben hast und einfach nicht wusstest, dass es funktioniert. Das Abkürzen dieser ganzen Szene ist auch eine ganz coole Sache. Und ihr seht jetzt selber, wir haben jetzt hier auch dadurch direkt schon Punkte bekommen. Also auch Pferde fangen bringt hier Punkte. Und das ist eine ganz coole Sache. Also man kann hier im Endeffekt wirklich den Pass ziemlich schnell hochfarmen. Hier haben wir Boris. Auch einer der wenigen männlichen Charaktere in dem Spiel. So. Und dann gucken wir aber nochmal zu der. Hier ist nämlich das. Da ist nämlich Cinnamon Crush. Das ist nämlich unser kleiner Fuchs. Und normalerweise können wir nämlich durch den Fuchs da nämlich dann auch rein. Und hier drin zum Beispiel befindet man nämlich auch diese ganzen. Und hier hat er die Quest beim letzten Mal aufgehört, dass wir hier waren. Und ich glaube, das ist auch noch. Ah, nee. Wir können das jetzt hier auch schon weiterführen. Mit dem guten Ash. Und da sehen wir, dass wir nämlich auch dafür Sachen bekommen. Von diesen Fox Herbs.
Dann folgen wir nämlich hier mal. Hier seht ihr nämlich auch diese Pflanzen, die hier sind. Das sind jetzt keine Foxherbs. Aber hier kann man die ganz gut mit den Füchsen zusammenfinden auch. So, hier sind nämlich unsere kleinen Füchse. Na, Mama ist zurück. Mama, wo warst du? Mama, ich bin hungrig. Oh Gott, ich könnte ein Pferd essen. Entschuldigung. Oh, ich habe euch alle so verbisst. Oh, Mami. Oh mein Gott. Ihr seht auch, dass wir halt immer die Rufstufen von den Leuten haben. Auch nämlich jetzt hier von Ash. Da seht ihr nämlich, dass jetzt hier nämlich Ashs Quest fertig ist. Und dass wir nämlich jetzt Ash auch Sachen geben können. Als Belohnung. Und das ist halt hier so die Möglichkeit dann immer, dass wir... Oh, hier sehen wir auch übrigens so die Emotes, wenn wir die machen möchten mit unserem Pferd. Das letzte Pferd, das hatten wir tatsächlich noch gar nicht. Anscheinend. Aber wir wissen, dass Birnen funktionieren. Oh, oh, oh. Aha. Okay, jetzt wird uns auch nochmal unser Freund hier gerade helfen. Ich muss mal gerade schauen, wo man nochmals genau die Quest sieht. Genau, hier ist Ash Secret. Müssen wir auch nochmal mit Ash reden. Und Ash war am Eingang. So. Ich muss gerade ehrlich sagen, ich sehe gerade gar keine Füchse. Also diese Spuren. Ihr könnt immer natürlich das Ganze ein bisschen ausreizen. Ja, aber jetzt bin ich schon ziemlich ausgereizt. Also sollte ich das nicht so provozieren. So. Ich finde es auch super, dass man das jetzt abkürzen kann. Ihr seht jetzt gerade selber, wie stark man jetzt da diese Bindung aufbaut. Das haben die deutlich vergrößert. Und wir müssen jetzt irgendwie runter nochmal zu Ash. Ash stand ja am Eingang der ganzen Karte. Nämlich hier vorne. Genau, da ist Ash. So, wir gehen nochmal mit Ash in die Konversation. Haben Ashs Quest abgeschlossen. Und müssten dann jetzt immer mal wieder gucken. Ist Ash jetzt hier? Nee. Ash ist jetzt, glaube ich, wieder hinten bei ihren Babys. Denn wir sammeln dadurch ja auch Ruf bei den jeweiligen Leuten. Dann schalten wir durch den Ruf dann jeweils immer noch mal ein paar Belohnungen bei denen frei. Ich gucke mal gerade, ob sie... Ja, genau, jetzt ist er nämlich hier. Und dann könnt ihr nämlich auch da hier Geschenke geben. Und da seht ihr nämlich zum Beispiel Foxtail Herbs auch. Und das sind halt die, die so ein bisschen schwierig zu finden sind. Also, und dann hat sie natürlich hier auch noch eine weitere Quest. Und gerade sehe ich tatsächlich auch, da ist zum Beispiel ein Fuchs. Die können wir nämlich jetzt auch schon befrienden. Weil wir ja Stufe 12, glaube ich, jetzt sind. Oder über 12. Und da seht ihr auch, dass wir denen wunderbar Kohl geben können. Wir müssen uns da übrigens auch ein bisschen beeilen, weil wenn nämlich der Fuchs das Ganze aufgegessen hat, dann rennt er nämlich auch weg. Also ihr müsst da immer ein bisschen gucken. So, aber ihr seht auch gerade, das gibt auch ordentlich nochmal was. Und ihr könnt dann, wenn ihr sie befriended habt, könnt ihr sie nämlich auch dann zu euch dazu holen. Also ihr könnt dann auch sagen, okay, ich möchte, dass du mein neues Haustier bist und so weiter. Ihr habt da so eine wunderbare, ich nenne es mal Datenbank, in der ihr dann nachgucken könnt. Hier bei Pferden zum Beispiel ist dann euer Pferd. Dann habt ihr hier alle Tiere, die ihr schon gefangen habt, alle Tiere, auch wie oft ihr sie gefangen habt. Ihr seht ja auch dann immer... Zum Beispiel mein Dark Soul und generell die Pferde. Weil wenn ihr sie nämlich verpflegt und alles, dann steigert sich der ihr Sympathie-Level auch noch an. Und dann seht ihr hier noch ein paar Pferde, nämlich die wir noch nicht gefangen haben. Das sind nämlich auch einige. Und die kommen dann halt erst, wenn wir die Friend-Sache nach oben geschaltet haben. Und für ein paar, habt ihr auch gerade gesehen, brauchen wir auch dann noch Diamanten eben. Ich muss mal gerade gucken, ob wir die Sache eigentlich jetzt schon freischalten können.
bei den Tieren hier unten. Ob wir damit auch die Pferde vielleicht freischalten. Ah nein, das ist die Team Size. Ah okay, da habe ich mich jetzt gerade vertan. Das sind sozusagen die Sachen, die wir haben. Und hier sehen wir auch die Ghost Ninja oder Cinnamon Crush. Also die Namen sind so ähnlich wie bei Star Stable auch gewählt. Hier habt ihr dann auch die Multiplayer-Variante. Könnt ihr dann auch Freunde dazu holen. Also es hat sich definitiv schon so ein bisschen verändert. Ganz klar. Ist aber immer noch in der Variante so, wie es auch davor war. Also es hat sich, ja, geändert. Aber es ist halt auch immer noch so das, was es auch gewesen ist. Und hier zum Beispiel brauchen wir Eichhörnchen. Also hier können wir erst weiter, wenn wir mit den Tieren zusammen uns weiter gut gestellt haben. Das ist White Song. Das Spiel, was Star Stable wann auch immer raushauen wird, ist auf jeden Fall das neueste Spiel aus dem Hause SSO. Und hat einiges mit. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze findet. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Ansonsten halte ich euch natürlich immer über neueste Updates auch in Wild Song auf dem Laufenden. Bis dann. Ciao, ciao. Need somewhere I can spend my time. Can I spend my dreams with you? Go away somewhere we can hide. Let us sleep since I am. Chase but not a